Herzlich willkommen bei MyTV zu den 10 schweißtreibendsten Fragen. Heute zu Gast in der Zirbelstuben. Wer kennt ihn nicht? Er ist Autor, er ist Schauspieler, er ist der größte deutsche Filmemacher. Und er ist ein Multitalent an der Zither. Herzlich willkommen, Michael Bulli Herbig! Ich spiel mit. Lauf rein! Super Einlage! Der Kunz, herzlich willkommen! Es ist wahnsinnig warm bei euch. Ja, es heißt. Habt ihr immer so eingeheizt? Es heißt ja die 10 schweißtreibendsten Fragen und wir haben heute den Stargast da schlechthin. Er wollte sich eigentlich ganz ausziehen und gesagt, lieber einen Bademantel anlassen. Wir lassen es einmal ein bisschen ruhig an. Hätte ich auch gesagt. Du darfst gerne rüberrücken nach deinem Zitterspiel. Ein mega Instrumentalist, ein Multitalent, ich hab's gesagt im Eingang. Jetzt drehen wir die Uhr um, wir haben 15 Minuten Zeit. Circa 15 Minuten. Hältst du das so lange aus? Ja, muss man schauen. Das ist ja, aber wir wissen ja nicht, was noch passiert und was hier verlangt wird. Also ich habe mich auf alles vorbereitet. Ich habe auch ein paar Kunststücke also parat, falls das gewünscht ist. Also. Ja, sehr gut. Das sind gerne gesehen, alles was schweißtreibend ist. Wir steigen direkt ein mit der ersten Frage, lieber Bulli. Ich habe mich im Vorfeld ein bisschen informiert über Google. Und der Herr Google, der sagt im ersten Schritt, wenn man Bulli eingibt, Schikanieren, Michael Schikanieren ja, Herbig. Ich weiß, Michael Schikanieren Herbig, das war mir gar nicht klar. Also dazu muss man wissen, wo Bulli eigentlich herkommt. Ist das das? Ja, da steht so einiges drauf. Da steht da drauf, ja. Tyrann und Rabauke. Ich weiß, in Amerika wird das durchaus auch mit Mobbing in Verbindung gebracht. Das ist jetzt nicht besonders schön, das weiß ich. Ich habe auch irgendwann mal einen Eintrag gefunden, dass Bulli auch Rinderpökelfleisch heißt. aber ich habe dann irgendwann gedacht, naja, es ist so ein bisschen wie mit Johnny Depp. Ne? Also das ist jetzt auch kein Name, den man jetzt hier so über die Straße. Hey Depp! Servus! Ist jetzt auch nicht so schön. Dann dachte ich mir, ja gut, dann komme ich auch damit klar, wenn man mich in Amerika jetzt mit Bulli ruft. Da schauen es zwar erst einmal. Aber der kam eigentlich anders zustande, der Spitzname. Ja, vom FC Bayern. Also ich bin, es ist ja so, man selber sucht sich den Verein ja nicht aus. Der Verein kommt ja zu einem. Ich bin ja in München geboren. Da hat man zwei. Ne? Ja. Zumindest zu meiner Zeit hatte man zwei zur Auswahl. Man hat es heute auch noch, aber die anderen sind halt. Es gab halt damals noch. FC Bayern ist früher auf die Zug gekommen. Ja, nein, es gab ja früher auch die Lokalderbys und das war natürlich immer mit 60 Bayern, das war immer ein Riesending. So. Ja. Deswegen hast du halt einen blauen Bademantel, oder? Ja, so als Ausgleich. Genau, sehr gut. Und ich habe damals tatsächlich ein T-Shirt getragen. Ich war immer rechter Verteidiger. Offensiv, manchmal sogar Libero, gibt es ja halt gar nicht mehr. Also außer jetzt. Vielleicht Manuel Neuer, aber sonst kenne ich keinen Libero mehr. Kein Libero mehr, stimmt. Und wir waren 6 Michaels in der Klasse. Und wenn da einer gerufen hat, Michi, steil, Michi, lauf, dann hatten wir ein strategisches Problem, weil natürlich alle erstmal. Ja. Und dann warst du eher bullig und bist Stiebel. Na, ich habe ein T-Shirt angehabt, da stand drauf, die Bullen, Magirus Deutsch, das war damals der Sponsor von FC Bayern. Okay. Und dann hat irgendeiner gesagt, gut, du bist jetzt der Bulle, du bist der Gonzo, du bist der James, du bist der sonst was. Und ich war aber der Kleinste. Und dann hat irgendwann gesagt, na, Bulli, mach mal lieber Bulli draus. Und da war ich 12 und seitdem habe ich den Namen nicht mehr losgekriegt. Das ist tatsächlich der Künstlername geworden, vom Fußballplatz weg. Ja, weil man halt dann irgendwann habe ich mit dem Radio angefangen, dann ist da diese Kunstfigur, der Bulli, entstanden, der auch so damals immer so gesprochen hat bei Radio Gong. So, Bulli und die Tapete und so. Ja. Und dann konnte ich mich sozusagen nicht nur hinter dem Charakter ganz gut verstecken, sondern auch hinter dem Namen. Und das ist halt dann geblieben. Also mittlerweile kommt es mir komisch vor, wenn einer Michael zu mir sagt. Also hat nichts mit Schikanieren zu tun, sozusagen. Nein, das ist eher, ich bin eher der Kleine, ich bin eine harmlose Kuh, sage ich immer in Amerika. Einmal very, very cute cow. Very cute cow. Gut, danke für diese Info, sehr interessant. Du, warst du als Kind auch schon ein großer Schauspieler zu Hause? Hast du diese Schauspielkunst früher schon genutzt als Jugendlicher? Also ich glaube eher, dass das unfreiwillig war. Also mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ich wollte eigentlich sehr früh wirklich Filme machen, selber. Ich hatte dann einen sehr, sehr lieben Nachbarn, einen guten Kumpel, der hatte dann eine Videokamera. Damals gab es diese Handykameras und diese ganzen, das ganze Equipment gab es nicht. Und das war für mich natürlich ein Traum. Also wir haben dann angefangen mit 10, 11, 12 da Filme zu machen. Und die Lust am Spielen habe ich eher entdeckt in der Schule, weil ich mich so schlecht konzentrieren konnte. Ich habe irgendwann mal im Geschichtsunterricht dem Lehrer vorgeschlagen, da ging es irgendwie um Königshäuser oder sowas. Können wir das nicht mal, wir könnten noch ein Theaterstück draus machen. Aufpeppen. Genau.
Und dann fand er das ganz cool und dann haben wir da ein Theaterstück draus gemacht und dann haben wir da geprobt und uns das ausgedacht und gespielt und ich war da so ein Bote und habe da irgendwie durch die Geschichte durchgeführt und das war so der Funny Bone, würde man sagen, ne? Der Lustige, der da die Geschichte so ein bisschen aufheitert. Und das hat mir so einen Spaß gemacht, weil die Leute so toll reagiert haben und ich habe da das erste Mal so richtig gespürt, wie schön es ist, wenn man Leute zum Lachen bringt und sie dadurch glücklich macht. Das, also ich würde sagen, das Spielen ist eher so ein Hobby. Also die Filme mache ich dann schon aus Leidenschaft, würde ich sagen. Also du machst dir da einfach kein Glücklich. War jetzt tatsächlich nicht genutzt, um deine Eltern mehr auszutricksen mit einem Ferris Bueller. Kennst du den Film? Das ist einer meiner All-Time-Favorites. Ich liebe Ferris Bueller, aber da war ich nicht kaltschnäuzig genug. Okay. Ich habe auch sehr früh mit dem Lügen aufgehört. Also ich habe so mit 10, 11 habe ich gemerkt, das bringt mich nicht weiter. Weil ich habe gemerkt, dass das anstrengend ist. Lügen ist anstrengend. Weil du musst ja kurze Beine. Ja, du musst vor allem erstens das und zweitens, du musst dir immer merken, was du wem gesagt hast. Schwierig. Da ist bei mir gescheitert. Ich habe dann irgendwann beim dritten, ich habe dann irgendwann gesagt, na, also die Wahrheit, die weiß ich immer. Ja. Die ist automatisch da. Manchmal kommt man auch bei der Wahrheit ins Schwitzen, so wie hier. Ja, aber lieber dann einmal erledigt und. Und straight durch. Genau. Gut. Da war das tatsächlich jetzt gar keine schweißtreibende Frage. Du hast nichts angestellt. Viel zu brav, der Bulli. Du, jetzt habe ich eine Frage weitergereicht bekommen. Derjenige ist mit dir schon am Marterpfahl gestanden und er war mit der Gesamtsituation ein bisschen unzufrieden. Wir haben mir jetzt eine Frage weitergereicht, die ich heute stellen darf. Christian Tramitz. Der Hundling. Jetzt machen wir auf, Augen auf, pass auf, die Frage kommt. Hallo Bulli, stellst du dir manchmal vor, dass die Tür von der Sauna, in der du gerade sitzt, nie mehr aufgeht? Ja, das ist wirklich schweißtreibend. Das ist eine typische Tramitz-Frage. Ja, das stimmt tatsächlich. Also ich sitze manchmal, da komme ich schon schwitzen. Jetzt läuft's. Ich sitze, wenn ich in der Sauna, ich bin ein bisschen lieber im Dampfbad, weil in der Sauna ist mir manchmal ein bisschen zu trocken. So. Und wenn ich dann so auf die Tür starre, ne, und gerade wenn man allein ist, dann gehe ich schon so Dinge durch, wie ich diese Tür jetzt aufbreche. Und ob ich es jetzt mit der Schulter mache oder ob ich mir das Handtuch, was ich ja immer mit reinnehme, weil ich auch trotzdem ein bisschen geschammig bin, ob ich mir das dann um die Faust wickel und dann so Bruce Willis mäßig. Also das stimmt, ich glaube, das ist ein Albtraum. Also lustig ist das nicht, wenn dann die Tür nicht mehr aufgeht. Hast du mit der mal eine Situation gehabt, wo du irgendwo nicht mehr rausgekommen bist, das ist ein Aufzug zum Beispiel? Matterpfahl war es tatsächlich. Da waren wir schon ziemlich angespannt am Matterpfahl. Aber ich sage mal so, ich war mal mit einem Kumpel und mit dem Rick Cavanian, waren wir mal in den Universal Studios in Amerika. Und da gibt's, ich weiß nicht, ob das jetzt, ich glaube heute heißt es irgendwie, heute ist das man gibt ja 1000 Achterbahnen und Rides und alles gibt's ja. Aber es gibt eine, ich weiß gar nicht, wie es heißt, da gehst du zu Fuß durch und wirst permanent erschreckt. Ne? Es ist so wie House of Horror oder so heißt es. Und du gehst da durch und weißt nicht, was dich erwartet. Kann schon mal sein, dass halt, da sind dann irgendwelche Mitarbeiter, die dann als Zombies verkleidet da rumlaufen und dann dir mal die Hand so hinein. Die fassen dich nicht an, aber die erschrecken dich. Ja? Und der Kumpel und der Rick und ich sind da durch wie kleine Mädchen. Wir haben uns da an die Schulter gepackt, wir haben gekreischt wie Mädchen. Wir sind dann irgendwann und irgendwann wurde es mir so, aber ich muss hier raus und bin losgeschossen. Mein Kumpel hinterher, wir rennen da raus und haben gelacht und wer war nicht da? Rick. Weg. Ich dachte mir, verdammt, wir haben unseren besten Mann verloren. So, und dann wollte ich zurück und dann höre ich aus so einem Lautsprecher: Don't go back. Ja, und dann sind wir da draußen gestanden und haben überlegt, wann kommt jetzt der Rick da raus? Ja, und ich glaube, nach 2 Minuten kommt der rausgeschossen. Ja. Und dann sagt er, Rick, wo warst du? Sagt er, ich habe mich versteckt. Vor dem Mann mit der Kettensäge. Dann hat er sich da drin irgendwo, saß er wahrscheinlich kauernd in so einer Ecke und hat abgewartet, bis die alle verschwinden und ist da rausgelaufen. Also das war für mich schon auch schweißtreibend. Das glaube ich auch. Ja. Aber honorig, dass du nur retten wolltest. Eigentlich bist du rausgeschossen wie der Alfonso Davis sozusagen, Roadrunner-Manier und Mad Mad aussehen. Ja, Stresssituation. Jetzt schwitzt du schon ein bisschen mehr. Ja, ich könnte auch langsam was zu trinken. Schon, gell? Ja. Sollen wir uns mal was einbeamen? Du bist der Experte im Beamen, oder? Ja, aber ich bin ein bisschen aus der Übung. Wie machst du das normalerweise? Was vergisst du? Also normalerweise. Surprise, surprise. Also normalerweise drücke ich auf den Knopf. Warte, dann machen wir es doch so, oder? Ja, soll ich mal. Ja, mach mal. Ja, da schau her. Surprise, surprise.
Ja, da schau her. Auch noch mit dem Sigi Solo Weißbierglas. Ja, genau. Ihr habt ja an alles gedacht. Ja, richtig, ja. Einer bin Brot. Ja. Ist aber ohne Alkohol, oder? Weil ich trinke so wenig Alkohol, dass ich normalerweise gerade hier bei den Temperaturen. Ist das alkoholfrei? Na, da ist einer drin, der ist durch einen Schluck drin. Ja. Wirklich? Ist das so? Könnte sein, dass ich jetzt in den nächsten 2 Minuten einschlafe. Da müssen wir halt ein bisschen warten. Passt, wir haben eh nicht mehr viel Zeit. Jetzt geben wir Gas, oder? Ja. Dann schlafst du nicht ein. Stichwort, bunte Welt der Musik. Ja. Du hast das schon bewiesen. Mhm. Du kannst Zither spielen. Du hast aber eine Musikkarriere in die 90er Jahre gestartet. Mit einem Titel einer Single-Veröffentlichung, die hieß Gelb. Oh, kannst du dich daran erinnern? Ja, ist aber schon ein bisschen her. Das ist ja fast 25 Jahre her. Das muss ja 97 oder so gewesen sein. Hast du vorgehabt, dass du ein Album draus machst? Irgendwie Colors? Oder? Ich hab's vorgehabt, aber die anderen nicht. Keiner haben. Hättest du Bock, dass wir das Lied mal anspielen? Ihr wollt es bestimmt hören daheim. Ich weiß noch nicht, ob ich den Text noch drauf habe. Die haben sogar zufällig mitgebracht. Absolut. Weißt du, schon so lange her. Okay, pass auf. Ich probier's mal ohne Spicken, aber wenn es. Probier's einmal ohne Spicken. Das wäre natürlich Wahnsinn. Schau ich drauf. Wir haben da den Capo am zweiten Bund, Tonlage ist genauso wie im Original. Dann geht's los mit 1, 2, 3, 4. Gelb ist meine Farbe, gelb, nur diese eine Farbe, gelb. Du weißt, ich brauche sie, gelb. Als ich ein Kind war, ist noch nicht so lange her. Bekam ich meistens grünes Obst, das fand ich gar nicht fair. Doch dann entdeckte ich, das konnte niemand ahnen. Geh einfach meiner Eltern. Gelb süß, ich bin ich schon viele Jahre. Gelb ist auch der Bus, mit dem ich immer fahre. Gelb färb ich mir manchmal meine Haare. Oh bitte gib mir Gelb. Hey, das läuft doch noch. Ja, ich habe damals eine Tour gemacht. Also eine Tour, die bestand aus einem Konzert. Okay. Und hieß die Los Tapetos Tour. Da habe ich das tatsächlich auch live gespielt. Und ich kann mich erinnern, es war vielleicht nicht optimal gesungen, es war laut, aber lustig. Mhm. Also das Los Tapetos Tour. Es gab dann die Los Tapetos Tour 96 und die Los Tapetos Tour 97 mit jeweils nur einem Konzert. Und mit der Torpedos Tour seid ihr dann durchgestartet? Ja. Du blau, blau, blau blüht der Enzian, lassen wir jetzt weg, oder? Jawohl. Die war eh von jemand anders. Jetzt hast du ja hier in der Therme, in der Sauna natürlich keine Rutsche, aber im Galaxy drüben gibt es eine Rutsche, die heißt Bully Parade der Ride. Ja. Da kannst du 360 Grad Virtual Reality rutschen und man kann da quasi mit dir rutschen, oder? Ist das richtig? Man kann mit dem Figi Solo rutschen. Okay. Ne? Man kann sich das aussuchen, man kann auch mit dem Mr. Spuck. Mr. Kann man runterrutschen und man kann mit dem Winnetou runterrutschen, aus eben Figuren aus Bully Parade, der Film. Ja. Und die Idee ist entstanden, als ich hier mal mit dem Markus Meyer, als ich dem mal über den Weg gelaufen bin und dann haben wir ein bisschen rumgesponnen und dabei ist die Idee dieser VR-Rutsche entstanden und ich finde es ein Wahnsinn, weil man kann sich das vorher nicht so genau vorstellen, ne? wie macht man es, wie ist ja ein sehr technischer Prozess und so. Mhm. Aber ich finde es sehr gelungen und es macht hier Spaß. Und das sind, ich glaube, 30, 40 Sekunden, die du da runter saust. Und dann hast du nicht nur ein wahnsinnig dynamisches Erlebnis, sondern man lernt auch noch was dabei, weil man ja mit den Figuren da runterrutscht. Gut, es klingt nach einem Abenteuer. Ja. Hast du da die TÜV-Prüfung auch gemacht? Ich habe das nicht gemacht. Da geht er von erst durch die anderen mal. Prost, ja. Klingt nach einem richtigen Abenteuer. Du, was war das Gefährlichste, was du je erlebt hast? Also der Rutsche. Das Gefährlichste? Also ich muss sagen, weil wir gerade bei Bully Parade der Film sind, also da fällt mir was ein, das ist tatsächlich, da habe ich schon gedacht, wir haben ja Reitunterricht wieder gehabt im Vorfeld und dann sind die Stuntleute mit uns eben mal ein bisschen ausgeritten. Ne? Und wir hatten tolle Pferde dort, das war in Spanien. Mhm. Almeria, wo wir immer auch die Westernteile gedreht haben, in Schuss machen. Und dann wollten die Stuntleute mit uns mal ein bisschen, dass wir nicht nur immer geradeaus reiten, auch mal ein bisschen in die Berge und in die Hügel rein. Und ich war der Letzte, wir waren zu viert unterwegs, der Tramitz war auch dabei. Ja. Bist du aus dem Flachland gekommen? So, genau. Und wir reiten da so hoch und dann sehe ich vor mir sowas glitzern, so was Silbernes, so was Längliches. So, ne? Klapperndes. Und, ja, und ich reite da so drauf zu und dann habe ich in dem Moment nur an diese Western gedacht, ne? Wenn also die
Pferde von diesen Schlangen erschreckt werden und dann echt durchdrehen und durchgehen und so. Mhm. Und ich habe dann so angehalten, so ganz leise, und habe gesagt, Gentlemen, we have a snake here. Das ist ja auch nicht wert. I think we have a snake here. So, hab's gesagt, red mal lauter. Und dann hat der Stuntman einmal so, hat sich so umgedreht, und dann merkte ich an seinem Gesichtsausdruck, oh, okay, das ist jetzt keine harmlose Schlange, und hat dann uns so langsam da so weggeführt. Aber ich habe mir schon von meinem geistigen Auge, habe ich schon wieder den Christian Tramitz gesehen, der damals bei einer Szene vom Schuh des Manitou, als wir so ganz schnell mit der Kutsche gefahren sind, als dem die Kutsche so zu schnell wurde, dass der vom Wagen abgesprungen ist. Ja, krass. Und auf einmal, während des Drehs, war der Tramitz weg. So. Und dann dachte ich mir, das dürfte jetzt mit dem Pferd jetzt nicht passieren. Ja. Das klingt wirklich noch gefährlich. Ja. Das habt ihr aber überlebt. Der Film ist Gott super sei Dank. Mhm. Du hast viele verschiedene Filme gedreht, und jetzt kommt aber als nächstes mal was Lustiges raus. Beziehungsweise eigentlich sollte man nicht lachen, oder? Ja. Last One Laughing. Habe ich gelesen. Ah, die Geschichte, genau. Da bist du Jury, oder? Gott sei Dank. Ich hätte das Prinzip ist ganz einfach, 10 Hochkaräter, die dich also wirklich schweißtreibend zum Lachen bringen. Der Rick Cavanian ist dabei, oder? Rick ist dabei, Anke Engelke, um nur mal ein paar zu nennen, Barbara Schöneberg, Carmen Kebekus, Vigard Boning, Kurt Krömer. Also wirklich eine Palette von Leuten, wo du echt sagst, wow, die, wenn du jetzt 6 Stunden wirklich am Stück in den Raum packst und nicht lachen darfst. 6 Stunden? Ja. Das ist eine echte Herausforderung. Davon 6 Stunden. Ja. Da sind dann auch 6 Folgen entstanden, und ich war glücklicherweise nur der Aufpasser. Ich sitze quasi in meinem Control Room und passe auf, dass keiner lacht. Jeder hat 2 Leben, und wenn nur kurz gegrinst wird, wird schon gebuzzert. Ja, bist du raus, okay? Ja, und ich muss sagen, ich glaube, es ist einer der besten Jobs, die ich hier hatte. Ich habe mir fast den Tosen gemacht vor Lachen. Also ich glaube, ich hätte da drin keine 5 Minuten überlebt. Darf man den Spieß einmal umdrehen jetzt? Ja. Magst du einmal in diese Kamera schauen? Ja, und was muss ich machen? Ihr seid jetzt die Jury daheim. Mhm. Und schaut mal, ob der Bulli irgendwie zwinkert, lacht oder sonst irgendwie eine Geste verzieht, gell? Ja, okay. Wenn es vorbei ist, dann mache ich den Zitterklang. Ich muss aber da reinschauen. Du schaust da rein, genau. Und ich darf jetzt nicht lachen. Es kommen drei Topics. Pass auf. Aha. Wie nennt man einen kleinen Türsteher? Sicherheitshalber. Mhm. Was heißt Windel auf Türkisch? Güllehülle. Aha. Ja. Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Wie bitte? Ich habe die Frage nicht verstanden. Was findet man bei einem Kannibalen in der Dusche? Head and Shoulders. Mhm. Schade. Gut. Schade. Du hast so was an. Hat sich verstimmt. Das ist aber die Temperatur. Ja, Herrschaft. Bist du raus quasi. War doch ein guter Test. Also wir sind gespannt. Das kommt dann auf Amazon Prime, oder? Ja. Gut. Ab 1. April. Und ich kann es wirklich wärmstens empfehlen. Wärmstens. Wird schweißtreibend. Du, jetzt haben wir einen Kameramann. Der schaut schon mit die Hufe. Er hat schon auf die Uhr geschaut, ob er überhaupt noch da kommt. Der hat eine Frage für dich vorbereitet. Dieser Kameramann heißt Ariel. Ah, okay. Darf der dir eine Frage stellen? Gerne. Okay, darfst du nur in die Kamera schauen? Jawohl, Lieber Bulli, wir setzen dich auf einer Insel aus. Mhm. Welche 3 Dinge dürfen auf dieser Insel nicht fehlen? Nicht fehlen. Du alleine auf der Insel. Ich alleine auf der Insel. Musik. Musik. Ich hätte gerne eine Frau dabei. Am besten meine. Und was zum Essen. Ganz einfach. Das klingt like Paradise. Klingt oder? Like Paradise. Ja, ja. So ist es. Also, heute mein Sohn würde ich gerne mitnehmen. Geht das auch noch? Ja, vielleicht. Der ist ja noch eine Kamera mitnehmen. Ganz vergessen. Du, weil wir schon bei den Frauen sind, jetzt kommen wir zum nur ein heißen Thema. Also, wir haben ja einen Film, auf den man gerade gefallen darf, den hast du fertig geführt. Mhm. Ein Film von Josef Filsmeier eigentlich. Und du hast den ehrenwerterweise dann fertig produziert. Das ist richtig, oder? Ja, also ich sag mal so, ich habe ihn fertiggestellt, weil er uns leider verlassen hat. Also der Film war schon geschnitten, er hat ihn noch gesehen, aber die Phase danach, die ist ja dann doch auch nochmal relativ lang. Da wird dann der Ton gemischt, die Tonbearbeitung wird gemacht, Feinschnitte, Effekte, da ist schon noch ein bisschen was zu tun. Und das habe ich dann fertiggestellt, Der Borndl-Kramer und die ewige Liebe, heißt der Film. Kommt hoffentlich bald in die Kinos raus. Wenn man jetzt eine Situation hat, du sitzt in der Sauna mit einer hübschen bayerischen Frau und du möchtest es also überzeugen, dass der noch mit dir ins Kino geht und den Borndl-Kramer anschaut, was würdest du auf gut Bayerisch zu ihr sagen? Ich würde sagen, gnädige Frau, wenn wir jetzt so länger da drin hocken, dann werden wir das vielleicht nicht überleben, lassen Sie uns schnell ins Kino gehen.
Sehr gut, los mit dieser Schön bin ich nicht, aber lustig. Du, jetzt, wenn der Winnie-Touch da in der Sauna sitzt und dann hockt der hübsche Moder neben, der bloß ein kleines Handtuch hier um, dann muss dann der Winnie-Touch sagen, wenn er sagt, geh mit mir ins Kino schauen, Bordelkramer und die ewige Liebe. Der wird sagen, so leicht bin ich nicht zu haben. Punkt. Passt. Gut beantwortet. Du, wir kommen eh schon fast zum Ende. Jetzt haben wir aber noch eine ganz spannende Frage. Das ist nicht wirklich politisch, aber du musst aus dem Bauch heraus einfach antworten. Ja. Was darfst du zum Donald Trump sagen, wenn du plötzlich neben ihm im Hotelaufzug stehst? Schleichte! Das, mehr wird mir dazu nicht einfallen. Ja? Das ist für mich also, entweder man macht es kurz oder es wird unheimlich ausufernd. Also deswegen glaube ich, ist, ich glaube, so jemanden wie den bestrafst du mit Ignoranz und mit Nichtbeachtung. Ich glaube, dann das tut ihm, glaube ich, am meisten weh. Wahrscheinlich. Ja. Dann bist du vielleicht gar nichts, nur auf den Knopfdrucker stopp. Ja, ja. Wobei, was mich schon interessieren würde, ist mal ganz kurz vielleicht dann Föhn anzumachen, um zu gucken, was mit diesem... Ob es hebt. Ja, ob es sich ein bisschen anhebt oder so. Das würde mich schon interessieren. Ja, gut. Ganz klar beantwortet. Du, jetzt, wenn man bei dir in einem Casting vorbeischaut, was muss man in jedem Fall vermeiden? Was darf man nicht im ersten Satz erwähnen? Oder was war die schlimmste Situation in einem Casting für dich, wo jemand reinmarschiert ist und im ersten Satz war schon klar, das wird nichts? Nein, das ist, ich glaube, also eine Casting-Situation ist immer eine ganz besondere. Ne? Also ich mache die Castings ja auch sehr oft für mich, einfach um zu sehen, ob der Darsteller, der Schauspieler das versteht, was ich meine, ob man an derselben Idee arbeitet, ob die Vision des Films die gleiche ist so, und ob wie schnell er Dinge umsetzen kann. Also wenn da jetzt jemand reinkommt, dann sind sie meistens, selbst gestandene Schauspieler sind unheimlich nervös. Ja. Ja, ich kenne großartige Kollegen, jetzt wie Thomas Kretschmann, der bei Ballon dabei war, der sagt, er geht überhaupt zu keinen Castings mehr, weil dann kriegt er die Rolle nicht. Mhm. Ja, der hat richtig, also das gibt's Adrenalinüberschuss. Ja, so. Und deswegen glaube ich, ist es bisher immer gelungen, diese Anspannung so ein bisschen zu nehmen, indem man erstmal ein bisschen Smalltalk macht und dann schaut man halt, dass man Spaß hat an der Szene oder an dem, was man da macht. Und dann ist das manchmal auch einfach eine Typfrage. Ja. Ja, also das ist eigentlich fast öfter der Fall, dass man, wenn man da so hochkarätige Schauspieler hat, dass man da sagt, naja, spielen können sie es alle auf ihre Art. Mhm. Aber dann geht es manchmal tatsächlich um so Dinge wie groß ist er, passt der zum Mann, passt der Mann zur Frau, Optik. Wie ist das, ist das Kind, das dann den Jungen spielen soll, glaubt man das? Mhm. Also dann ist der Verbindung da eigentlich ja, schon. Ja, also das ist dann, man kann viel mit Make-up und sowas machen, aber am Ende ist es dann von Film zu Film auch manchmal auch eine Typentscheidung. Ja. Deswegen funktioniert das mit Winnie Touch und dir so gut, oder? Ja, wir haben also sozusagen eine Symbiose. Wir verstehen uns sehr gut. Symbiose. Ja. Sehr gut. Wir verstehen uns sozusagen blind. Du bringst aber nur einen Film raus. Ich habe mal den Zeitungsartikel nur durchgelesen. Da geht es um den größten deutschen Medienskandal eigentlich. Und der Elias Mbarek ist mit dabei. Meine Frau war schon völlig am Durchdrehen und hat gesagt, oh, da spielt der mit und vom Bulli wird er auch noch gemacht. Auf was können wir uns da gefallen? Ja, das geht jetzt los. Also die Dreharbeiten sind jetzt für Mai, Juni, Juli geplant. Jetzt sind wir so, im Moment sind wir in der Vorbereitung. Mhm. Letztendlich basiert die ganze Geschichte auf dem Buch von Juan Moreno, was der aus seiner Sicht zu dem Skandal geschrieben hat. Mhm. Das wird keine 1:1 Verfilmung, also dadurch, dass es natürlich um erfundene Geschichten per se geht, nehme ich mir natürlich dann auch die Freiheit, das so zu interpretieren, wie ich mir das vorstelle. Mhm. Also es soll bestenfalls eine schöne, bissige Mediensatire werden, die das Thema nicht zu leicht nimmt, aber auch nicht zu ernst und soll die Leute schon unterhalten. Also, da gefallen wir schon drauf. Ja. Unabhängig von der guten Besetzung, aber ein interessantes Thema wird das. Ja. Definitiv. Du, wir kommen zum Ende. Vielen Dank für deine Zeit. Es läuft jetzt noch ein bisschen Asando Ober. Habt ihr noch Lust auf einen Song? Ich habe nämlich noch eine Info gekriegt. Du hast gute Erfahrungen. Was heißt gute Erfahrungen? Du bist ein Multitalent. Du kannst auch mit Mehl umgehen. Stimmt das? Mit Mehl? Mehl. Jetzt auf der Bühne zum Beispiel. Ah, ich verstehe. Ah, ich höre es klingeln. Back für Rot, ja, noch so ein Klassiker aus vor 25 Jahren, das letzte Mal gespielt. So. Sollen wir ihn ausprobieren? Ich hätte einen Text für dich dabei. Das war natürlich. War klar, oder? Ja, ja. Sehr klar, ja. Vorbereitet hier. Also man muss wirklich dazu sagen, also die Texte sind, ich habe die bestimmt... Zeitlos. Zeitlos und vor allem habe ich sie seit 25 Jahren nicht mehr. Das macht gar nichts, wir probieren es aus. Ich brauche einen Schluck voll. Da ist eher Intro, du hast nur Zeit. Du kannst dich einsummen.
Wer kennt's? Ich glaub, es wird Zeit, zum Ofen zu gehen. Reif ist die Zeit. Wenn auch heute wird sie mich besuchen, da fällt mir ein, ich muss noch Rasen mähen. Rasen mähen. Sie hat nie was im Kühlschrank, weil sie nie zum Einkaufen kommt. Sie heißt Ruth, ist klein und isst Fast Food. Wann immer sie klingelt, wann immer sie klopft, will sie ein Brötchen. Ja, ich koch und back für Ruth. Ja, ich back. Ja, ich back. Ja, ich back für Ruth. Sie will immer mehr, sogar eine Seele. Was bleibt mir übrig? Ja, ich koch und back für Ruth. Ja, ich back. Ja, ich back. Ja, ich back für Ruth. Ich glaub, es wird Zeit. Das weiß ich. Ihr steht bereit. Danke fürs Zuschauen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal bei MyTV. Auf Wiedersehen. Danke für die Einladung. Darf ich jetzt nicht so die Dusche? Ehrlich.